Ja, moin moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mutant Year Zero. In der letzten Folge haben wir dem Lich King, also dem Licht King, besser gesagt, den Schlüssel gebracht, haben uns aber dazu entschieden, einmal kurz ins Häuschen zu gucken und haben da erblickt, dass da eine Reihe Leute für ihn auf dem Rad arbeiten. Nun müssen wir irgendwie der ganzen Situation natürlich entkommen und ich muss sagen, ich habe wohl die beste Strategie ever gewählt. Viel Spaß. Ja, ich habe angefangen. Wir speichern mal das Spiel. Jetzt möchte ich mal sehen, ob ich das Spiel ausgetrickst habe. Nein, ich habe zuerst X gedrückt. Na gut. Aber jetzt sind wir am Zug, Leute. Das heißt, wir fangen an und können schon mal den ersten richtig schön wegbatzen. Das ist ganz gut. Einer weniger ist schon recht praktisch, würde ich sagen. Okay. Du stellst dich mal dahin. Overwatch. Ich möchte mich erst positionieren. Ich könnte rein theoretisch den kompletten Weg wegschleichen, ne? Ich könnte mich hier lang schleichen. Ich könnte kurz bevor ich draußen bin, quasi dann den Button drücken. Oder ich könnte mich hier rausschleichen. Und dann Kampf verlassen drücken einfach. Das wäre, glaube ich, das Grandioseste. Okay, habe ich auch 45. Ja, ich würde sagen, legen wir einfach mal los. Ich speichere hier an dieser Stelle das Spiel. Dann ballern wir den ersten weg. Es sei denn, wir verfehlen. Vielleicht hätte ich den zuerst anschießen sollen. Aber noch ist Dax dran. Dax kann doch retten. Easy. Ja, was du dich sagst. Entsifft. Okay. Okay. Wieso hast du so viel Leben verloren? Mal sehen, wie stark die Waffe eigentlich ist von Dax. Na gut, hoffen wir auf das Beste. Komm schon, mach einen kritischen. Nice. Sehr schön, dann ist der vielleicht nächste Runde auch tot. Kann ich jemanden von hier aus treffen? Nein. Na gut, dann ist er diese Runde tot. Oh, ich habe ja nachgeladen. Scheiße. Das ist nicht gut. Wo läufst du denn hin, Junge? Zwei Runden. Ja gut, dann lauf halt weg. Boah, ich könnte ihn killen. Das will ich gar nicht. Alter, kann ich hier irgendjemanden treffen? 75, 100 aus der Feuerlinie. Aber ich habe nur noch einen Zug, ne? Overwatch.
Du hast dafür mehr als einen Zug. Ernsthaft? Bullshit. So, Bormin, ich hoffe, du kommst da hinten klar. No, my flock! You're hurting them! Nice! Wo läuft der hin, sag mal? Der läuft einfach weg. Er lässt mich im Stich. Ach nee, komm. Kannst du doch nicht machen. Oh, kein kritischer. Schade. Schade, schade, schade. Your mind belongs to me. Geht mir durch, Abhäng. Jetzt sind sie alle da, ne? Also das, Leute, das halte ich für ein Gerücht, dass das möglich ist. Das kannst du mir nicht erzählen. Das geht nicht. Das ist unmöglich. That'll make you better. Thank you. Kannst nicht weit laufen, ne? Und du? Rein theoretisch könntest du doch bestimmt richtig weit laufen. Aber die würden dich da treffen. Wie auch immer mich der Typ da hinten getroffen hat, ich weiß es nicht. Die Position ist vielleicht doch nicht ganz so gut. Das hätte ich mal machen sollen, als Bormin eingenommen worden ist, ne? Ja, was wollt ihr jetzt machen, ihr Lappen, ne? Oh, schön. Laden wir erstmal nach. Ach, er kommt hoch. Sehr, sehr liebenswürdig von dir. Overwatch. Stehen wir hier im Rauch. Oh, holy shit. Drecksack. Dieser olle Drecksack. Ach, nee, kommt nicht durch meinen Rauch durch. Okay, werfen wir ein paar Granaten, ne? Das würde ein bisschen Schaden machen. Das würde die beiden treffen. Da, perfekt. Scheiße, okay, jetzt bin ich runtergefallen. Ich müsste ein bisschen näher dran. Wie konnte er mich da oben treffen? Hallo? Wir gucken jetzt mal von hier aus. Von hier aus. Oh, ich habe nachgeladen, ne? Oh, ist das eine bittere Pille. Dax ist nicht mehr im Nebel drin. Das ist ein bisschen ungünstig. Und Granate. Dax würde ich nicht treffen, ne? Scheiße, das war eine Molotow. Och, bin ich blöd. Ich habe gewechselt aus Versehen mit X. Alter, was soll das? Scheiße. Bitte was? Nahkampf geht? Okay, das habe ich ehrlich gesagt nicht geahnt, dass das so laufen könnte. Weil ich nicht geschossen habe. Ach so, ja, da war ja was. Drecksack. Okay, wir probieren es einfach nochmal. Die schlüsselte Lichter. Ey, WTF einfach. Was war das?
Ich wusste nicht, dass das Haus zusammenbricht, sonst hätte ich öfters Granaten geworfen. Shiva, ey. Mach hier keinen Krach. Ist auch geplustert. Okay. Okay, von hier aus könnte ich schießen. Die Frage ist, können sie durch den Zaun schießen oder nicht? Das müssten wir herausfinden. Aber der Gedankenkontrolltroll. Der Gedankenkontrolltyp. Der ist ja eigentlich recht fix da, ne? Overwatch. Overwatch. Müssen wir nur noch den langsamen Bormit positionieren. Ja, kannst du bitte noch langsamer sein? Nein! Wer ist jetzt dran? Overwatch. Vor allem sind das auch verdammt viele. Overwatch. 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 Okay, nice. Oh, ich könnte von hier aus den Dicken treffen. Moment. Overwatch. Dann werde ich aber den hier nochmal positionieren. Und zwar... hier hin. Das ist okay. Overwatch. Das ist nicht so schlimm. Overwatch. Oh, ich hab nicht gespeichert, ne? Nein! Da ist das bitter. Kümmern wir uns zuerst um den. Ich hasse Pyros. Jetzt drückt nicht schon wieder die ganze Zeit X. Mann, Zero. Warum ist da noch ein blauer Punkt? Anscheinend hat das nicht jeder mitbekommen. Ist da einer wirklich oben? Hat er es hochgesprungen oder was? Er ist auch gesprungen, der Sack. Nice. Erweckst du ihn gerade wieder, du Sack? Keine Ahnung, ob du mich getroffen hast. Der Drecksack! Er hat mich einfach wiederbelebt. Ja, Mensch, dann gehe ich halt hier hin. Hehe, tot. The flock is falling! Simply beautiful! Jawohl! Noch ein. Jetzt hat er noch einen Granatenfleck da. So, nee, das lohnt sich nicht, den anzugreifen. Wir greifen den. Jetzt brennt er. Ach, der hat eine Pistole? Leute. Nice, noch ein kritischer. Sehr schön. No, my flock. Ooh, nice. You're hurting them. Oh, I'm hurting them. Really good.
So wie den da. Jetzt müsst ihr aber kommen, Leute. Weh, du machst eine Gedankenkontrolle. Was macht ihr denn da? Und hört auf, Overwatch zu machen. Wie soll ich denn rüberkommen? So, ab diesem Zeitpunkt speichere ich nochmal. Sieht nämlich ganz gut aus momentan. Kann niemanden treffen. Gut, gehen wir näher in der Hoffnung, dass der Baum ihn nicht bekommt. Okay, die sind verwirrt. Gute Nacht, Deckung! Jetzt steht er da ganz offen. Kann ich ihn von hier aus treffen jetzt? Ohne seine Deckung? Nein, keine Feuerlinie. Schade. Keine Feuerlinie. Laufen wir darüber. Vielleicht habe ich da eine Chance, ihn zu treffen. Ich habe keine Ahnung, wir laufen einfach mal hier hin. Ich kann es nicht sehen. Er ist verwirrt. Wir müssen eh nachladen. Okay, ja dann. Oh, watchen wir mal. Ein Surft. Keine Feuerlinie, keine Feuerlinie. Ihr wollt mich doch verarschen. Ach komm, ich kann doch jetzt durchs Tor gucken. Dann halt nicht. Dann overwatchen wir halt auch. Overwatch. Das war so klar. Wie er an allem durchläuft. Daneben. Jo, ist gar kein Problem. Ich würde sagen, werfen wir eine Rauchgranate und dann warten wir, bis es abklingt. Achso. Nee, ich bin verwirrt. Was mache ich denn? Dann laufen wir beide mal hier hin. Brenn ich? Achso, ne, ich habe einen Molotow in der Hand. Alles klar. Nur keine Handgranate werfen. Rauchgranate ist richtig. Ui. Ja, jetzt warte ich die zwei Runden. Was ist los? Overwatch. Hat da gerade jemanden wiederbelebt? Overwatch. 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 Genau, lauf weiter zu mir, das ist eine gute Idee. Denn er gehört gleich wieder mir. Guck mal, ich glaube, der Rauch ist weg gleich. Overwatch. Your mind is weak. Arschloch! Ich renn gleich zu dir und knock dich sowas von um. Haha, es hat doch gewirkt. Drecksäcke ihr. Jetzt bekommt ihr aufs Maul. Pisser. So. Eine Munition ausgerüstet. Achso.
keine Trefferchance hier. Komm. Leck mich doch. Oh, ich hätte mit Dachs schießen sollen. Na gut, der brennt, der ist gleich tot. Wie keine Trefferchance? Könnt mich doch nicht verarschen. So, dann zeigen wir ihm jetzt mal, was hier Sache ist, ne? Wir müssen jetzt leider einen Sprint hinlegen. So, eine Runde müsste er noch liegen, ne? Ja. Gute Nacht, du Drecksack. Das hat echt gut funktioniert. Oh, Licht aus. Erfolg bekommen. Nice. Waffenteile, Waffenteile. Nice guy. EMP-Granate. Till he turned into a psycho. Lux was powerful. Now imagine 50 of them. That's the Nova Sect. Oh, leuchtet es immer noch. Ja, stimmt, da waren zwei. Hey, over here. Ach so. Ich wollte gerade sagen, wieso sind da noch drei Gegner? Wieso strampeln die? Das sind die Radfahrer. So, ich wollte hier rein und meine Belohnung holen. Hui. Oh, da liegt noch was. Wir müssen gleich nochmal zurück. Jetzt, wo er tot ist, müssten die ja nicht mehr unter Kontrolle sein, ne? Let's see what's inside. Ich weiß, was da drin ist. Ich hätte es zwar gebrauchen können, aber gut. Jetzt ist ein bisschen spät. Gut, gucken wir mal, ob die Radfahrer jetzt langsam wieder bei sich sind. Vorher speichern wir natürlich ab. Ihr könnt aufhören zu strampeln, euer Meister ist tot. Hallo? Oder? Oder viel Spaß. Vor allem hier die... Wo führen überhaupt die Kabel hin? Was beleuchten die? Es verschwindet. Ach, die Lichter, wo die Schmetterlinge sind. Höchstwahrscheinlich, ne? Es ist in die Mauer eingesteckt. Aber ich denke mal, es sind die Scheinwerfer, die von oben runterstrahlen, ne? Ja, wird wahrscheinlich so sein. Okay, da oben ist nichts mehr. Oh, die haben sich hier ein kleines Paradies geschaffen. Da, diese Scheinwerfer. Oh, damit würde ich sagen... Oh, defekte Waffe. Gehen wir mal weiter. Oh, ja, schon mal ganz nice. Halt, Moment. Level-Ups gucken. 6 habe ich. Hätte ich vielleicht am Anfang gebrauchen können, aber gut. Dann gehen wir jetzt in diese Richtung. Ja, Mensch. Einen richtig großen Kampf. Easy weggenutzt, die Bengel. Easy. Konnten die nichts machen. Bin so stolz auf mich. So stolz. Oh, ich muss mal ganz kurz an mein Handy. So, musste kurz meine Truppen auf Raid jagen gehen. Alles ganz praktisch. Wenn man so am Stück aufnimmt, kann man jederzeit eine kleine Pause machen. Aufnahme läuft weiter. Mir gefällt es. Doch, mir gefällt es. Ach so. Lol, über die Rolltreppen. Ja, und somit kommen wir zum Ende für die heutige Folge. Wir haben ordentlich was reingehauen. Wir sind einmal komplett um die Map gelaufen, nur um ihn von der anderen Seite dann doch irgendwie fertig zu machen. Ich würde sagen, das war erfolgreich. Und in der nächsten Folge gehen wir dann erstmal weiter und gucken, was uns dann erwartet. Weil es wird ja schon langsam immer schwieriger und immer schwieriger. Aber ich muss sagen, langsam bin ich im Spiel drin. Bis dann, ciao.